wenn wir uns jetzt triggern würden, ob das jetzt der Manualtherapeut macht oder unser TMX, würden wir über diesen tieferen Impuls tiefere Faszienschichten damit eher erreichen oder reicht das nicht aus? Oder würden wir tatsächlich tieferen Faszienschichten damit erreichen durch diesen Akupressur-Triggerpunktreiz? Ist das so? Oder? Das ist sehr plausibel und naheliegend. Also wenn ich nur hier so eine kleine Bewegung mache, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das 5 cm unter der Haut irgendwelche Verklebungen löst. Aber wenn ich hier mit mehreren Kilogramm pro Quadratzentimeter eine Deformation mache, kann man auch im Ultraschall sehen, dass diese Deformation dann auch mehrere Zentimeter unter der Haut dann auch ankommt. Persönliche Frage, wenn man jetzt zum Beispiel eine Faszienrolle oder einen Ball nehmen würde, würde man ja eher in der Oberfläche gleiten ne? und die Superficialis anregen. Ja. Was ist mit den Faszienschichten zum Beispiel zwischen den Muskelbündeln zum Beispiel? Die Septen zum Beispiel, da kommst du mit der Rolle eben nicht so gut hin. Würde man dann mit dem TMX da hinkommen? Schon, weil man ja letztendlich müsste man, Muskel... Müsste man, also ist sehr plausibel. Genau. Es gibt bisher die eine Studie, von der ich sehr viel halte, wo man gezeigt hat, dass durch die Faszienrolle die Arterie bei den Rückenfaszien, den zwei Schichten und auch beide Schichten gegenüber der Muskulatur, dass die dann unmittelbar nach der Rollenbehandlung weniger verbacken ist. Wir wissen nicht, wie lange. Und die Fasern, die da einen Zentimeter unter der Haut sind, die wissen nicht, ob da eine Rolle blau oder grün ist. Die messen einfach nur mechanische Kräfte. Und da wären jetzt eure TMX, eure, das sind ja Simulationen, korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Genau. Genau. Ja, ganz genau. Also da kommst du natürlich speziell bei den Septen tiefer rein. Mit, aber letzten Endes ist es Kompression, Traktion und eine Kombination, die man als Scherkraft bezeichnet. Okay.